jagen. T-Shirts für 3 Euro, Jeans für 15 sind längst keine Seltenheit mehr. Doch was für uns so verführerisch billig ist, müssen andere teuer bezahlen. Das ist bekannt. Die Produktionsbedingungen zum Beispiel in Bangladesch sind zum Teil menschenverachtend. Genau ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass beim Einsturz einer Textilfabrik über 1100 Menschen ums Leben kamen. Etwa doppelt so viel wurden verletzt, zum Teil schwer verstümmelt. Die Bestürzung danach war groß, die Versprechen auch. Nur was ist seither passiert? Andrea Schreiber und Caroline Burger. Es ist ein halbes Jahr her. Bei der schlimmsten Industriekatastrophe in Bangladesch sterben über 1100 Menschen. Tausende werden schwer verletzt und leiden darunter. Bis heute. Wir wollten raus, aber sie ließen uns nicht. Unser Manager sagte, wir werden alle irgendwann sterben. Wenn ihr hier sterbt, dann ist es so. Aber ihr könnt hier nicht raus. An die Arbeit. Meine Tochter arbeitete im 7. Stock, ich im 3. Ich muss meine Familie ernähren, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss im Rollstuhl auf der Straße betteln. Geschichten von Frauen wie Jorna kennt er unzählige. Thomas Seibert von der Hilfsorganisation Medico International. Er war in Bangladesch bei Verletzten und Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben. Tausende, zum Teil Schwerverletzte, wüssten immer noch nicht, wie es weitergehen soll. Ohne Einkommen und ohne jede weitere medizinische Versorgung. Das große Drama, das jetzt in diesen Wochen beginnt, die Leute verlieren jetzt sogar ihre Wohnungen. Das heißt, es gibt mittlerweile bereits Hunderte, die armseligen Unterkünfte, in denen sie sowieso bisher leben, auch noch verloren haben. Also es ist eine einzige Katastrophe, es ist ein unglaubliches materielles Elend, ein physisches Elend, ein psychisches Elend ohne irgendeine Betreuung. Und niemand übernimmt dafür die Verantwortung. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie viel der Verlust eines Armes oder Beines? Seit Wochen wird über Entschädigungszahlungen international verhandelt, auch mit westlichen Firmen. Doch es geht nur schleppend voran. Laut der Kampagne für saubere Kleidung sind über 50 Millionen Euro nötig, um die Verletzten und die Hinterbliebenen zu entschädigen. Knapp die Hälfte davon müssten westliche Firmen aufbringen. Doch bislang duckten sich die meisten Unternehmen weg. Also sie versuchen sich mit allen möglichen Ausreden aus der Affäre zu ziehen. Diese Menschen haben für sehr, sehr wenig Geld für den Profit dieser Unternehmen gearbeitet. Und wenn man dann dieses Zögern und Schachern beobachtet, mit dem die Firmen teilweise hier vorgehen, kann einen das sehr, sehr wütend machen. Wir haben nachgefragt bei Firmen, die für den deutschen Markt produzieren und zu den Entschädigungsverhandlungen eingeladen waren. Was haben sie ein halbes Jahr nach Rana Plaza getan? Nur die Hälfte antwortet uns überhaupt, wie zum Beispiel die Modemärkte Adler. Adler sieht sich, Zitat, jedoch nicht unmittelbar in der Verantwortung. Allein ein Zulieferer, so heißt es, habe, Zitat, hinter dem Rücken und ohne das Wissen von Adler einen kleinen Teilauftrag an einen Auftragsfertiger aus Rana Plaza vergeben. Immerhin haben über 100 Firmen inzwischen ein Abkommen zu Brandschutz und Gebäudesicherheit unterzeichnet. Vor dem großen Unglück hat das kaum eine Firma interessiert. Es mussten also erst mal viele tausend Tonnen Trümmer auf Menschen runterprasseln, viele darunter begraben, bis hier Bewegung zustande gekommen ist. Das Abkommen ein erster Schritt, offenbar nur möglich aufgrund der Angst vor dem Imageverlust. Das ist das Bittere dabei. Das Positive ist dabei, dass es eben jetzt verbindliche Schritte gegangen werden, damit solche Unglücke hoffentlich nie wieder passieren. Und die Opfer von Rana Plaza? Sie haben kein Einkommen mehr. Viele müssen aus ihren Wohnungen raus. Ihre Zukunft ist mehr als ungewiss. Meine Kinder werden nicht mehr zur Schule gehen können, wegen mir. Was soll ich machen? Meine Familie wird zugrunde gehen, wegen mir. Was mache ich nur, wenn meine Tochter nicht gesund wird? Die Entschädigungszahlungen kommen für manche von ihnen möglicherweise zu spät. Das Einzige, was hilft, ist öffentlicher Druck, sagt Frauke Banse von der Kampagne für saubere Kleidung. Also gerne mal bei ihrer Lieblingsmarke anrufen und nachfragen, unter welchen Bedingungen die Kleider produziert werden.